Hallo und herzlich willkommen bei den Berufsoptimierern, deinen Experten für die Themen Bewerbung, Beruf und Berufung. Mein Name ist Katja Michalek. Und mein Name ist Bastian Hughes. Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei bist, denn heute haben wir Jacqueline Dark und Gaston Florin im Interview. Hallo, muss mach, salut. In dieser Folge geht es darum, um die gläserne Decke. Das heißt, wenn du das Gefühl kennst, mit angezogener Handbremse zu fahren, weil du dir vielleicht selber im Wege stehst, durch das, was in deinem eigenen Kopf vorgeht, dann ist das genau die richtige Folge für dich, denn wir haben zwei Experten dazu in diesem Interview. Wenn ihr beiden doch mal so nett wärt, euch einfach mal so in zwei, drei Sätzchen kurz vorzustellen. Vielleicht erstmal die Dame, Jacqueline. Okay, ich m'appelle Jacqueline Darc und ich bin aufgewachsen im Norden von Frankreich, also die Kindheit und so. Ich war lange Zeit in Paris, jetzt lebe ich in München oder bei München auf einem kleinen Dorf. Und ich komme so ein bisschen aus dem Showbusiness, habe dort als klassische Zauberassistentin gearbeitet, ne? Und dann mich aber selbstständig gemacht und erstmal Zauberkunst zelebriert und dann aber gemerkt, dass das Wissen, was man auf der Bühne für Präsentation und solche Sachen hat, dass man das auch sehr gut für andere berufliche Felder gebrauchen kann. Und arbeite da jetzt sehr viel als Speakerin und Trainerin und Coach für Kommunikation und Präsentation. Super, das freut natürlich den Tobias Beck, der hat gestern noch einen Post am Weltfrauentag gemacht, dass mehr Frauen auf die Bühne sollen. Deswegen Jacqueline, yay! Yeah. Genau. Ich habe auch übrigens auf dem T-Shirt steht Fantastic. Also heute machen wir eine Vortrag-Folge. So ein T-Shirt hätte ich auch gerne. Ich gucke mal, ob ich das nochmal finde, dann kaufe ich dir eins. Okay. Gaston, erzähl mal was über dich. Wir wollen natürlich die Männer jetzt nicht hier außen vor lassen. Also, mein Name ist Gaston Florin. Ich bin 50 Jahre alt. Ich wiege 90 Kilo Lebendgewicht gerade im Moment. Ich bin Profi. Entschuldigung, als ich dich kennengelernt habe, wuchst du noch 89 Kilo. Ja, der Winter. Der Winter war nicht gut zu mir. Also, entschuldige mich. Es wurde noch kalt und dann hat mein System gesagt, so, ich brauche noch ein bisschen Schokolade. Ich bin Profi-Kindskopf und Perspektivenlieferant. Und habe mir das Weltenverknüpfen so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. Mhm. Ich komme auch ein bisschen aus dem Showbusiness, bin Schauspieler, Theaterregisseur, habe sehr viel auch im Varieté gearbeitet, auch dort sowohl als Darsteller als auch als Regisseur. Und auch ich arbeite zunehmend mehr in der Selbstentwicklung von Menschen, die auch im beruflichen oder in anderen beruflichen Kontexten darauf angewiesen sind, zu kommunizieren oder sich oder ihr Thema zu präsentieren. Mhm. Manchmal arbeite ich mit Jacqueline zusammen, deswegen sitzen wir hier auch gerade zu zweit. Mhm. Manchmal arbeiten wir unabhängig voneinander. Mhm. Ja, schade, dass wir euch nicht sehen können. Wir hatten nämlich gerade, bevor wir den Livestream gestartet hatten, haben wir es hin und her probiert, aber leider funktioniert die Kamera nicht. Ja, nee, also ich versuche es noch hinzukriegen währenddessen, aber jetzt gerade im Moment weiß ich nicht, woran es liegt. Also gestern im Test hat es geklappt, aber ja, weiß nicht. Deswegen, wir haben gesagt, wir starten jetzt einfach los, um die Zuhörer nicht länger warten zu lassen und ist jetzt einfach so. Aber das Wichtigste ist ja, dass wir euch hören können und ich glaube, ihr tut es sehr, sehr gut. Super. Dann schießt mal los mit der Fragerei, ne? Frage Nummer 1, Jacqueline. Und ganz persönlich an dich gerichtet. Warum sind Männer erfolgreicher als Frauen? Warum sie erfolgreicher sind? Ich glaube, das liegt an der Struktur, wie Kommunikation und Hierarchie bei Männern und Frauen unterschiedlich gehandhabt werden. Männer haben die Tendenz, viel steilere Hierarchien auszubilden. Ne? Da gibt es ja auch König und dann gibt es die Grafen und dann gibt es irgendwo die Diener und die Soldaten und so. Eine relativ steile Pyramide, während Frauen machen tatsächlich viel mehr auf einer Ebene, mehr so im Kreis. Jetzt könnte man ja sagen, warum sind dann, wenn die Leute, die im Kreis arbeiten, weniger erfolgreich, weil die müssten doch eigentlich super sein. Das Problem ist, Männer sind sehr viel damit beschäftigt, diese Rangordnung erstmal auszuhandeln immer. Ne? Die prügeln sich und schlagen sich und wer ist heute der König? So.
Und dann ist das irgendwann geklärt, dann fangen sie an, Inhalte zu diskutieren und am Ende des Tages gehen alle ein Bier trinken und sind wieder Freunde. Aha. Und am nächsten Tag geht es wieder von vorne los. Ja. Ja? Das ist bei Frauen, aber da ist dieses Gekämpfe ist nicht so wirklich, da geht es nicht um die Personen, so ist mein Eindruck, sondern es geht nur, bin ich heute König oder bist du heute König? Und bei den Frauen ist so, die sind zwar mehr auf einer Ebene, aber da gibt es eine Regel, dass wir sind alle gleich. Und wehe, eine ist ein bisschen nicht gleich. Dann wird sie tendenziell so ein bisschen zurechtgestutzt, damit sie wieder gleich ist. Und bei den Männern, die machen das jetzt, ist es so, wenn ich jetzt mit dem Bastian zum Beispiel, ne? Wenn ich mit dir, wenn jetzt Monsieur Gaston mit dir kämpft, jeden Tag, ja? So ein bisschen hin und her, wer ist König? Und ich meine jetzt mal unter uns, der wird immer gegen dich verlieren. Du bist da der ganz klare Gewinner. So. Und jetzt ist so, jetzt gewinnst du jeden Tag. Denn im Normalfall wird Monsieur Gaston, das er etliche Male machen, immer wieder probieren. Aber wenn er immer verliert, ändert er irgendwann seine Strategie und stellt sich dir quasi nicht zum Kampf gegenüber, sondern er stellt sich hinter dich und wird dein Unterstützer. Und sagt, und sorgt dafür, dass seine Kraft dir hilft, dass du weiter nach oben kommst. Weil dann ist er der beste Freund des Königs. Und alle anderen, wenn zum König wollen, dann müssen sie erst an Monsieur Gaston vorbei. Und das heißt, dein Licht sendet auf ihn. Das heißt, Männer bilden auf diese Art und Weise so, ich sag mal so, das ist ein ungeliebtes Wort, aber so Seilschaften oder sie unterstützen sich deswegen auf dem Weg nach oben. Während Frauen das nicht so machen, sondern die sich gegenseitig immer so ein bisschen ausbremsen. Und da ist, das finde ich natürlich schade, weil da könnten wir Mädchen von den Jungs mal lernen, dass wir uns nicht ausbremsen, sondern wenn ich finde, dass Katja ist einfach super, dass ich mich hinter sie stelle und sage, ja, ich befördere dich, ich helfe dir, weil du bist meine Heldin und ich helfe mit, dass du mächtig wirst. Weil schlussendlich, je mehr von uns in Führungskräften-Situationen landen, dann ändern sich auch die Grundregeln im Business. Ne? Also Sheryl Sandberg in ihrem Buch Lean In hat gesagt, wenn, ich glaube, 30% oder 40% sozusagen in einer Führungsebene, welche auch immer, ist mit Frauen besetzt, dann gibt es neue Regeln. Ne? Dann sind es die Mischregeln zwischen Männern und Frauen. Und das fände ich eigentlich gar nicht so blöd, weil die Mischregeln zwischen beiden Systemen finde ich eigentlich das Spannende. Nicht die eine Extrem, nicht die andere Extrem. Willst du damit sagen, dass die Welt vielleicht irgendwie auch ein Stück weit ein besserer Ort oder zumindest friedlicher wäre, wenn wir einen höheren Anteil von Frauen in Führungspositionen hätten? Ich glaube aber in gewissen Punkt ja, oder zumindestens ganzer, mit dem Potenzial zu mehr Ausgewogenheit. Das glaube ich schon. Ob es wirklich friedlicher wird, wir sind Menschen, ne? Und dann gibt es immer Zoff und Konflikt und die Frauen sind nicht heiliger als die Jungs. Sondern nur, es gibt zwei verschiedene Regelwerke. Und in der Natur, je mehr sozusagen Genpotenzial da ist, desto flexibler kann der jeweilige Organismus als Spezies in einem neuen System, in einem neuen Surrounding überleben. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für im Business. Je mehr Strategien wir haben, um auf eine bestimmte Situation zu reagieren, desto leichter können wir diese Situation überleben als Gesamtorganismus einer Unternehmen oder einer kleinen Firma oder auch als Einzelperson. Ne? Wenn ich selbst, also ich bin jetzt selbstständig, bin nicht in einem großen Unternehmen, aber wenn ich verschiedene Strategien habe, tue ich mir leichter. Ne? Okay, also sprich, du meinst, was du damit sagen möchtest, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es das, durch die Diversifikation, durch die bunte Mischung, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, ganz andere Strategien zu fahren, Unternehmen in ganz unterschiedliche Richtungen zu entwickeln. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist genau. Ja. Okay. Jetzt
kommt so ein kleiner Chauvi-Spruch, ist ja wieder typisch Frau, redet einfach unfassbar lange. Gaston, was hast du denn davon? Was hast das du denn sagst dazu du, gesagt? Bastian? Ja, da habe ich auch anderes gehört. Ich glaube nicht, dass das genetisch veranlagt ist. Die neueren Untersuchungen sagen auch, dass es leider so ist, dass wir Männer oder dass die Frauen nicht mehr Worte verwenden als wir Männer. Es wurde revidiert. Okay. Blöd, aber hey, so ist es. Ich habe es ja auch vorher angekündigt durch Chauvi-Spruch. So bin ich ja gar nicht. Gut. Das ist sehr fein, dass du gar nicht so bist. Ja, genau. Eigentlich bin ich selten dazu. Was, jetzt sag nochmal, Bastian, was hast du denn ganz noch gefragt? Achso, warum Männer erfolgreicher sind als Frauen, also was seine Meinung dazu ist. Was meine Meinung dazu ist? Mhm. Ich glaube, in unserer Kultur ist es das, also in der reinen Form, also das, was sozusagen, was unsere Wurzeln ausmacht in unserer Kultur, ist es zum einen das Privileg und zum anderen aber auch, naja, der Zwang, erfolgreich Karriere zu machen als Mann. Okay. Also ich weiß noch, also als ich geheiratet habe, meine Frau, da war, also ich war verliebt und das alles war gut, dann habe ich um ihre Hand angehalten, ja, und sie hat gesagt, ja, also so ganz klassisch, ne? Mhm. So, also jetzt nicht mit Diamantring, den konnte ich mir nicht leisten, ich habe einen Diamantring aus Papier ausgeschnitten. Aber sie hat ja gesagt, und dann, je näher dann schlussendlich auch der Hochzeitstermin kam, desto mehr habe ich am Rad gedreht. Also ich war zu dem Zeitpunkt Zauberkünstler. Mhm. Und habe mir dann gedacht, so, boah, kann ich als Zauberkünstler eine Familie ernähren? Mhm. Und habe dann ernsthaft darüber nachgedacht, so, will ich jetzt, also wäre doch, was ist die Alternative? Und habe mir gedacht, na, vielleicht werde ich Lehrer. Ich unterrichte gerne, ich begleite gerne Menschen auf ihrem Weg. Lehrer wäre doch eine gute Sache. Und habe ernsthaft darüber nachgedacht, Lehrer zu werden, damit ich meine Familie ernähren kann. Mhm. Und irgendwann hat meine Frau zu mir gesagt, du Schatz, das ist totaler Quark. Ich habe dich als Zauber kennengelernt. Mhm. Jetzt komm mal aus deinem depressiven Loch raus und bleib Zauberer, weil dafür liebe ich dich. Und wenn du jetzt anfangen würdest zu studieren, dann dauert das mindestens 6 Jahre. Und dann wissen wir nicht, ob zu diesem Zeitpunkt gerade Lehrer gesucht werden oder gerade nicht Lehrer gesucht werden. Das heißt, es ist auch keine Sicherheit, dass du dann dein Ziel erreichst. Und im Moment ist es gerade so, wir haben 3 Pflegekinder aufgenommen, so seit ungefähr, also 1 seit 3 Jahren, die anderen 2 sind jetzt seit 1 Jahr da bei uns. Und da geht was Ähnliches wieder in meinem Kopf los, ne? Also ich muss ja so, was heißt jetzt sich committen für die Familie? Heißt, ich committe mich für die Familie, ich gehe raus in die Welt und werde reich und berühmt, damit das Nest ordentlich ausgebaut ist und damit wir zusammen in Urlaub fahren können und all solche Sachen. Und oder heißt committen, ich fahre nicht so viel weg, ich habe nicht so viel Geld und bin aber in Beziehung zu meinen Kindern, zu meiner Frau. Was heißt an dieser Stelle Commitment? Und da habe ich so das Gefühl, so, oh, das ist sowohl Zwang als auch natürlich Privileg, weil wir dürfen auch. Wir werden als kleine Jungs schon dazu aufgefordert, geh du raus in die Welt, erobere sie. Ne? Und was willst du vom Beruf werden? Fragt man kleine Jungs häufiger als kleine Mädchen? Ist das so? Ja, oder auch die Angebote zum Beispiel im Beruf. Und da gibt's eine, ich war ja lange auch, da habe ich mich viel mit Jacqueline auch gestritten, mit dieser ganzen gendergerechten Sprache. Also, dass jeder Lehrer und eine Lehrerin und jeder Schüler ist eine Schülerin und so, also die, und dann mit dem Sternchen und dem, also all diese Schreibweisen, die es da gibt, die ich alle sehr bemüht finde. So, es macht die Sprache und das Miteinander reden jetzt nicht wirklich leichter. Ja. Und war da eher so in der Kritik. Und dann habe ich eine Studie erst gesehen, dann gelesen,
wo sie Viertklässlern Berufslisten zum Ankreuzen gegeben haben, was sie werden möchten. Und die waren an, die eine war nicht gegendert, die andere war gegendert. Also bei dem einen war, ich werde Friseusin oder Astronaut oder Ingenieur oder Bäckerin oder irgendwie so. Und das andere war, ich werde Astronaut oder Astronautin und ich werde Ingenieur und Ingenieurin oder ich werde Arzt oder Ärztin. Und der Punkt ist halt, dass die Viertklass-Mädchen haben nicht angekreuzt, sie möchten Ingenieur werden. Wenn das nicht zur Auswahl stand, wollten sie das nicht werden. Mhm. Ingenieurin wollten sie aber wenn ihnen das angeboten wurde, unter Umständen sehr wohl werden. Und da war für mich plötzlich klar, dass so in der Sprache und der Kultur zwischen uns Männern und Frauen, dass es da einfach schon Unterschiede gibt und dass auch das Nachdenken darüber, wie wir das in Sprache gießen, durchaus einen Sinn hat, auch wenn ich es nach wie vor, die Lösungsansätze finde ich noch ein bisschen sperrig, aber sich drum bemühen, finde ich schon gut. Okay. Jetzt bin ich aber ein bisschen von deiner Frage weg. Genau, das habe ich nämlich auch gerade gemerkt. Finde ich aber auch sehr spannend, um das da nochmal die Kurve nochmal dazu zu kriegen, weil du hattest ja gesagt, was Jacqueline sagte, einerseits ist es so, dass ja offensichtlich wahrscheinlich aus unserer Historie oder rein genetisch bedingt, dass halt Männer eher dazu neigen, auch schon im Jungsalter, ich sehe es ja an meinen Söhnen, eher so zu kämpfen, Rangordnung auszuhacken und die Mädchen dann eher zusammen dann irgendwie spielen und so eine Gemeinschaft bilden. Ja. Und Gaston, du sagtest ja im nächsten Schritt, dass es gleichzeitig aber auch noch von der Gesellschaft bestimmt ist, wie ein Mann und wie ein Frauenbild ist. Das heißt, einerseits ist es so, dass wir von Kind an auf eine bestimmte Art und Weise spielen. Und das stelle ich auch ganz oft fest, wenn ich mit anderen Müttern spreche, die dann sagen, ja, es gibt tatsächlich, wenn man sich das anschaut, wenn ich meinen Jungs ein Prinzessinnenkleid hinlege, dann wollen die das nicht. Und obwohl ich da irgendwie überhaupt nicht in die Richtung dann irgendwie gesteuert habe oder mit bestimmten Sachen wollen die gar nicht spielen, auch noch bevor die im Kindergarten mit anderen. Mhm. Dass man schon Unterschiede merkt im Spielverhalten. Aber andersrum, dass auch gleichzeitig dadurch in unserer Gesellschaft im Kopf ist, ein Mann muss die Familie ernähren und ist derjenige, der halt rausgehen muss und Karriere machen muss. Und das kommt ja auch dann, wird ja noch zusätzlich manifestiert durch diese Sprache, durch die Ausdrucksweise, durch diese Berufswahl und durch dieses Gendering oder nicht Gendering. Kann man das so zusammenfassen? Ui, ich glaube schon. Weil ich habe noch zwei kleine Ergänzungen dazu. Die eine ist, also auch jetzt nochmal bei den Berufswahlen, von dem Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen, wenn sie studieren zum Beispiel, entscheiden sich viel, viel mehr für ein Fach, das sie einfach gerne mögen, das sie interessiert. Sie studieren Romanistik oder alte Poetik oder irgendwie sowas. Und Männer stellen sich viel mehr die Frage, kann ich damit mal Geld verdienen? Mhm. So. Das, glaube ich, kommt aus dem, was Monsieur Gaston gesagt hat, so ein bisschen raus. Ne? Okay. Was du gesagt hast, denn wir sprechen ja über gläserne Grenzen im Kopf und wann und wodurch sie jetzt stehen. Und für mich ist auch noch mal so die und eine der größten gläsernen Grenzen in unseren gesellschaftlichen Köpfen ist tatsächlich auf vielen Ebenen, im Privatleben, im Berufsleben, in die Grenze zwischen Männern und Frauen. Und in der Arbeit, die ich mache, oder auch vor allem in der Arbeit zusammen mit Monsieur Gaston, wir werden ganz oft damit konfrontiert, das ist sehr fein, was ihr so macht und so, alles fein. Aber mit dem Prinzessinnenkleid oder noch rudimentärer, wenn ich meinem Sohn ein rosa oder blaues Spielzeug hinlege, der greift nach dem blauen Spielzeug. Und zwar schon im Alter von 2 Jahren. Da kannst du mir nicht erzählen, dass das ist von der Gesellschaft bestimmt. Ja. Ja, genauso wie mit Prinzessinnenkleid oder nicht Prinzessinnenkleid. Das Interessante ist aber gerade bei der Farbgebung mit Rosa und Blau. Wir, für uns alle ist total selbstverständlich, Rosa ist Mädchen und Hellblau ist Jungs. Der einzige Haken ist, dass diese Farbzuordnung ist erst seit 100 Jahren so. Und vor 100 Jahren war es exaktement die andere Weg herum, also andersherum. Das heißt, die Farbe der Mädchen war hellblau und die Farbe der Jungs war rosarot. Weil, also das Rosa ist das kleine Rot, haben die damals gesagt. Und Rot ist verbunden mit Feuer, Blut, dem Kriegsgott Mars.
seit Alterszeiten. Also eher was Kriegerisches. Auch die Soldaten waren früher eher in Rot gekleidet. Während Blau ist in unserer Kultur, also die ist die Mutter Gottes, der Mantel der Mutter Gottes war immer blau. Wahrscheinlich noch viel älter, also wahrscheinlich die ägyptische Göttin Nuit, die sozusagen für die Nacht zuständig war, hatte auch, also sie war der dunkelblaue Nachtmantel. Und es hat sich geändert aus mehreren Gründen. Zum einen durch die Erfindung von billigem blauen Farbstoff für Stoff. Ja, und damit es war möglich, zum Beispiel Blue Jeans zu machen. Das war ein billiger Stoff. Die Arbeiter haben alle das getragen. Plötzlich war die Sehgewohnheit, Männer tragen blau. Ne? Gleichzeitig natürlich die Notwendigkeit, jetzt blau, wenn unsere Marinesoldaten plötzlich alle blau tragen, weil es billiger ist, dann darf das nicht mehr die Mädchenfarbe sein. Ja? Und das andere war, die Soldaten haben sich wurden anders angezogen, weil, sagen wir, vor 300 Jahren war es noch opportun, wenn die Soldaten knallig rot waren. Weil dann konnte man von weit sehen, oh Gott, es sind ganz schön viele. Also ich renne mal besser weg. Weil so, ne? Mit der Erfindung der Fernwaffen, die also 2 Kilometer weit schießen konnten, war es nicht so schlau, dass die Soldaten knallrot waren, weil da haben sich die in der Kanone gedacht, oh, ich kann sie besser treffen. Ne? Deswegen wurden die Soldaten viel mehr angezogen, auch in Blau und Grau, damit man sie nicht so gut sieht. Deswegen heute die Anzüge der Männer sind so grau, blau, Anthrazit und so, weil das kommt aus der, sozusagen aus der Uniform heraus. Okay. Und deswegen, ich sage das nur deswegen, weil ich glaube, dass es schon so ist, dass kleine Jungs und kleine Mädchen automatisch nach diesen Farben greifen. Aber diese Farben sind von der Gesellschaft sozusagen bestimmt worden, was sie für uns bedeuten. Okay. Deswegen da auch nochmal bin ich immer sehr vorsichtig, was ist genetisch und was kommt einfach durch die Körpererfahrung heraus. Ich bin eine Frau oder bin ein Mann, wir sind ja nun mal körperlich unterschiedlich und wahrscheinlich fühlt es sich einfach tatsächlich anders an, ein Mann zu sein oder eine Frau, also je nachdem. Ne? Habe ich dann, wenn ich jetzt nochmal auf die Ursprungsfrage zurückkomme, weil die ist noch nicht, also zumindest in meiner Welt habe ich die noch nicht so klar beantwortet. Doch ich habe das Gefühl zu wissen, in welche Richtung die Antwort gehen könnte. Habe ich euch richtig verstanden? Also vielleicht erstmal Gaston, dass Männer gar nicht erfolgreicher sind als Frauen? Naja, ich glaube, wir dürfen und müssen erfolgreicher sein. Das ist sozusagen in unserem Regelwerk. Also wir Männer müssen erfolgreicher sein. Wir Männer müssen erfolgreicher sein, weil, also zumindest meine Generation Männer, da erlebe ich das schon so, da ist dieser Erwartungsdruck so, wir ernähren die Familie, ist ungeschrieben da. Und ich hatte das Glück, dass meine Frau gesagt hat, Schatz, kack drauf. Ja? Okay, so. Super. Ja, also das heißt, da hatte ich eine emanzipierte Frau. Die ist auch echt super, weißt du? Der solltest du mal wieder Blumen mitbringen. Ja, ich weiß. Okay. Solche Tipps brauchen die Männer manchmal von Frauen, weil die vergessen das ganz genau. Ja, richtig. Also auch hier schon mal der erste Tipp für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Männer, bringt den Frauen mal öfter Blumen mit. Ja. Und umgekehrt auch ab und zu mal. So, genau. Also, was ihn freut. So. Genau. So. Okay, zurück zu deiner Frage. Genau, zurück zu Fragen, also, ich habe jetzt gerade Bilder am Kopf. Also ich glaube vom Potenzial her, ich glaube wir Männer und wir Frauen haben vom Potenzial her, können auf gleiche Art und Weise erfolgreich sein. In unserer Kultur ist es aber so, dass die Männer, ich glaube tatsächlich immer noch, es ein Stück weit auf der einen Seite leichter haben, diesen Erfolg zu bekommen, dass er ihnen zugestanden wird. Gleichzeitig ist der Druck auch höher, hab gefälligst Erfolg, wenn du keinen Erfolg hast und wenn du nicht reich, berühmt und mächtig bist, weil das sind die Erfolgskriterien von Männern, denen ist aber Essig. So. Ich finde, das ist Chance und Last gleichermaßen. Ja.
Ja, weil nicht alle Männer, nicht alle meiner Freundinnen, ich auch nicht, sind jetzt die totalen Testosteronschlümpfe, die einfach nach vorne jagen und sich super leicht damit tun, an alle Fronten zu laufen und immer für den Ruhm, die Macht und die Ehre und das Geld zu kämpfen. Da gibt's auch unterschiedliche Voraussetzungen, wie gut oder wir das können oder wo wir uns auch als Männer da sozusagen selber ein Bein stellen. So. Also quasi, wenn ich das jetzt nochmal kurz zusammenfasse, was du also sagst, ist, wir sind schon irgendwo genetisch dazu veranlagt, erfolgreicher sein zu wollen. Nach außen hin, habe ich das so richtig verstanden? Eher so nach außen hin erfolgreich zu sein. Sieh mich, reich, berühmt und mächtig. Ich würde ein Wort streichen aus dem, was du gesagt hast, und das ist das Wort genetisch. Okay. Ich glaube, die Genetik spielt eine Rolle, aber ich glaube, sie in dem, was wir tatsächlich erreichen oder nicht erreichen, spielt sie tatsächlich keine so große Rolle. Okay. Aber woran liegt das denn, oder was können Männer denn besser? Also wenn Männer erfolgreicher sind, ist aber nicht genetisch festgelegt. Ja. Was können Männer dann besser? Also zum einen glaube ich, was sie wirklich in unserer Kultur gut können, ist, sie können sich gut selber meistens darstellen. Sie können sichtbar machen, was sie können. Die erzählen einfach zum Beispiel viel öfter ihre Heldengeschichten. Das ist das, was manchmal Frauen ein bisschen nervt, wenn nach einem unserer Vorträge kam mal eine Frau zu uns und meinte, ja, was ihr unbedingt erzählen müsst, ist, wie nervig Männer sind, wenn die kochen. Weil die machen da ein Bohai draus, mit welcher, in welcher Faserrichtung, mit welchem Samurai-Schwert, das über wie viele tibetanische Berge getragen wurde, wie das blöde Steak geschnitten wird und in welchem Öl es angebraten wird und wie lange ganz genau. Und hey, ich koche jeden gottverdammten Tag. und da sind zwei Wahrheiten dran. Das eine ist so, die Frauen sind manchmal genervt von diesen vielen Heldengeschichten. Gleichzeitig ist es aber so, dass wenn zum Beispiel im Business eine Stelle ausgeschrieben wird, dann haben die Männer oft eine bessere Chance, weil die Chefs öfter gehört haben, was der Mann kann. Während bei den Frauen so ein bisschen so, da ist so der Mythos von Cinderella, die vom Prinzen gefunden wird und deren Wert durch ich entdecke deinen Wert so ein bisschen entsteht. Okay. Da geht es ja auch so ein bisschen dieses gesellschaftliche, sei bescheiden oder Bescheidenheit ist eine Zier. Das ist ja so ein genau. Den, glaube ich, wir Frauen eher aus unserer Kindheit kennen als so mancher Junge. Jacqueline, wie geht's dir? Wie hast du das erlebt oder wie siehst du das Ganze? An der Stelle, ich glaube, also ich habe was erlebt. Ich war zusammen auf sozusagen, ich war auf einer Messe engagiert als Moderatorin und am Abend saßen wir zusammen mit den Leuten, die von der Messe da waren. Und es waren alles so ganz alte Hasen der Unternehmensberatung, also so silbergraue Jungs. Und ich und zwei andere Mädchen, und die anderen Frauen waren Doktorinnen, also auch hoch ausgebildet. So. Irgendwann fängt der eine Mann an zu erzählen. Ja, ich war bei einer Besprechung mit dem CEO von BMW. Und ich war total der Tölpel, war früh morgens und ich schütte mir in den ersten 5 Minuten Kaffee über mein weißes Hemd. Alles war total versaut. Was für eine Scheiße, ne? Aber der Peter hat zu mir gesagt, sorge dich nicht, habe ich ein Ersatzhemd, kannst du das haben? Und dann habe ich das Hemd von Peter angezogen, wir haben die Besprechung gemacht, das war super. Aber der Tag ging so weiter. Und dann hat er so weiter erzählt, es war sehr unterhaltsam. Mhm. Und ich saß aber da und dachte mir, krass, der schafft es aus einem Desaster, nämlich sich Kaffee von oben bis unter zu beschütten, eine Heldengeschichte zu basteln, weil er klar macht, dass er und der CEO von BMW, also er und der Peter, die sind aber echt auf du und du, ne? Und der trägt das Hemd von ihm und so. Und das ist total so, boah, guck mal, was ich mache. Daraufhin haben alle anderen Männer auch angefangen, ihre Heldengeschichten zu erzählen.
Nur die beiden Frauen. Die haben da gesessen, und das waren sehr emanzipierte Frauen, und haben nichts erzählt. Und dann habe ich mir überlegt, stimmt, wann habe ich eigentlich zuletzt von einer Frau eine Heldengeschichte gehört? Oder selber eine erzählt? Und habe gemerkt, es kommt schon vor, ist nicht so, aber sehr selten. Ja. Und ich glaube, es gibt da so ein Gesetz, dass wir das nicht so sehr dürfen, weil wir müssen ja bescheiden sein. Wir dürfen nicht so angeben. Ich glaube, wir Frauen müssen, also ich glaube, wir können lernen, von den Jungshelden Geschichten zu erzählen, damit unsere Fähigkeiten, das, was wir gut machen, weil das ist ja nicht so, dass Frauen keine Heldengeschichten produzieren, aber dass wir das mehr erzählen und sichtbar machen. Wir müssen vielleicht ein bisschen daran arbeiten, wie wir das erzählen, ja, damit wir eben nicht sagen, oh, die ist jetzt gar nicht mehr bescheiden. Ja, weil es gibt auch da so eine Grenze, gläserne Grenze im Kopf. Es gibt so eine Untersuchung, das heißt das Heidi and Howard Studie. Heidi und Howard Studie. Das ist, da haben sie eine Bewerbungsschreiben aufgesetzt, Lebenslauf, und warum ich diesen Job gut kann. Und das war genderneutral geschrieben. Und das ging an eine große Menge an Menschen, die Jobs vergeben oder dann auch an Studierende. Also das wurde immer wieder wiederholt. Und aber in zwei Versionen. Die eine Gruppe bekam es mit, in der Adresskopf stand Howard Smith. Und der andere war mit Heidi Smith im Adresskopf. Und das Erstaunliche war, in derselben Text, da wurden die Jungs besser bewertet als die Frauen. Okay. Weil die Frauen wurden gesagt, das sind Angeberinnen, die sind nicht teamfähig. Okay. Und bei den Männern wurde gesagt, boah, das sind mal echte Kerle, die haben echt was drauf. Okay. Das heißt, da müssen Männer und Frauen andere Strategien fahren, um erfolgreich zu fahren. Und ich habe das gelesen auch, über diese Studie auch bei Sheryl Sandberg in diesem Lean-In-Buch, und sie zieht daraus aber zum Beispiel eine sehr nette, wie ich finde, Schlussfolgerung. Sie bezieht es auf Verhandlungen, wo Männer und Frauen sich auch anders bewertet werden, wenn ich um Gehalt verhandle zum Beispiel. Ne? Weil als Mann, wenn Monsieur Gaston, Monsieur, kannst du mal ganz kurz deine Gehaltsverhandlung kurz mal machen? Okay. Bastian, Katja, so, das, was wir für das Interview ausgemacht haben, das ist ganz okay, aber ich muss einfach ein bisschen mehr verlangen. Mhm. Warum? Weil an der Stelle sozusagen meine Expertise das auch wert ist. Okay. Und merkt ihr, das winkt ihr bei ihm ganz flockig durch. Ja. Mhm. Ja? Ist ja manchmal dasselbe. Bastian, Katja, für das, was wir ausgemacht haben, für das Interview, ich muss mehr verlangen. Das Doppelte. Okay. Das Doppelte? Das schon. Ja. Merkt ihr, wieso? Weil meine Expertise das hergibt, ne? Ja. Mhm. Und jetzt ist bei mir in der Wirkung so, dass bei ihm wird tendenziell durchgewunken, bei mir ist so, oh, die ist aber ganz schön frech. Mhm. Ich habe das gerade eben auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, in mir habe ich gerade so gespürt, okay, warum? Also, ist doch alles fair. Bei wem? Bei Gaston oder bei Jacqueline? Nee, bei Jacqueline, witzigerweise. Also als sie anfing zu sprechen, es hieß, ja, und es war schon die Vorannahme, ich verhandle jetzt, war so, weiß nicht. Und Gaston war so, bam, ist geradeaus. Ne? Mhm. So, Punkt, ich muss mehr Kohle haben, Thema durch. Keine Widerrede. Und das heißt, für mich und Monsieur Gaston gelten leider unterschiedliche Regeln. Mhm. Und die Frau Sandberg hat dann gesagt, darauf, wir müssen als Frauen da erstmal mit den Regeln mitspielen. Mhm. Das heißt, wir müssen mehr lächeln. Mhm. Ja, also mehr als die Jungs. Und ich darf nicht direkt verhandeln für mich, sondern ich gehe über Bande.
Das heißt, wenn ich das verhandeln würde, nach dem Rat von Frau Sandberg, wäre das irgendwie so. Bastian Katja ist so, ne? Ist ein bisschen jetzt schwierig, weil es geht um Verhandlungen, ne? Aber ich meine, ist ja immer noch so, dass die Schere zwischen Männern und Frauen, wenn es um Interviewbeiträge geht, geht immer noch auseinander. Das heißt, ihr müsst verstehen, ich verhandle jetzt nicht nur für mich, sondern ich halt verhandle am Tag nach dem Tag der Frauen für alle Frauen, die da draußen irgendwann mal interviewt werden. Deswegen, ich muss einfach, es tut mir leid, aber ich muss das Doppelte verhandeln und an der Stelle werde ich auch keine Mühe weichen von dieser Position. Nicht für mich nur, sondern für all die Frauen da draußen. Hat direkt eine ganz andere Wirkung auf mich. Genau, und es hat eine andere Wirkung. Mensch, ja für alle. Genau, du machst es ja für alle. Es ist ja nicht, du bist ja nicht egoistisch und kommst jetzt hier frech um die Ecke und willst mehr Kohle haben, sondern du tust es für die Frauen, die noch danach kommen. Und das fand ich ein super Tipp. Dass ich als Frau wissen muss, na, wie funktionieren denn die Regeln? Und auch wenn ich sie doof finde, ich kann erstmal da mitspielen und gucken, kann ich irgendwann, sind wir mehr auf Augenhöhe und missbrauchen solche blöden Spiele vielleicht nicht mehr. Das wäre schlussendlich mein Ziel. Ne? Okay. Ja, cool. Also das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, Jacqueline, dass die Bescheidenheit Positives sowie Negatives hat, weil Bescheidenheit wird irgendwo erwartet. Da sind wir wieder bei dem gesellschaftlichen Thema. Und ist es richtig, dass es als Frau wichtig ist, diese beiden, also Vor- und Nachteile, spielen zu können? Oui, ich glaube, also ja, also ich glaube, du musst darum wissen. Ich glaube, du musst trotzdem sozusagen als, ich glaube, es geht darum, wenn du beruflich weiterkommen möchtest, dann musst du das, was du gut kannst, in eine Sichtbarkeit kriegen. Wenn Leute nicht mit, also es ist wurscht für Männer und Frauen, ne? Wenn Leute nicht mitkriegen, dass ich echt wahnsinnig gut Lasagne kochen kann, dann wird auch niemand bei mir Lasagne kaufen. Mhm. So. Das heißt, wenn ich darauf warte, dass irgendwer entdeckt, dass ich die beste Lasagnenköchin oder der beste Lasagnenkoch bin der Welt, dann kann ich unter Umständen sehr lange warten. Ne? Mhm. Und das heißt, ich muss in Sichtbarkeit bringen und gleichzeitig an der Stelle gibt es einen gesellschaftlichen Unterschied für Männer und Frauen. Bei Männern wird mehr erwartet, dass sie das eh machen und es ist ihnen mehr erlaubt, damit ein bisschen auch anzugeben. Mhm. Und Frauen dürfen nicht so viel angeben. Da muss man die Strategie ein bisschen verändern. Aber ich glaube trotzdem, wir müssen Heldengeschichten erzählen, damit das, was wir können, gesehen wird, damit wir zum Chef berufen werden. Ja, wenn niemand weiß, dass ich echt gut bin in meinem Job, warum soll jemand auf die Idee kommen, mich zu rufen? Ja. Jacqueline, hast du ein Beispiel dafür, eine Heldengeschichte zu erzählen, eine Heldinnengeschichte zu erzählen? Dass sie quasi diese Klaviatur in beiden Richtungen auch bedient? Oui. Lass mich kurz überlegen. Entschuldigung, mir ist gerade was eingefallen. Erzähl sie mal so, wie sie typischerweise Frauen erzählen würden. Also nur eine kurze Heldengeschichte und dann, wie es besser wäre, die zu erzählen. Okay. Und dann können ja auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, Hörer und Hörerinnen einfach mal so in sich reinspüren, okay, wie fühlt sich das jetzt an? Ist das plausibler oder ist es eher frech? Also wie Frau normalerweise Heldengeschichten erzählen würden, ist so. Ja, ich habe auf einer Messe gearbeitet als Moderatorin. Und da war ich sozusagen an einem Tag Vertretung für Monsieur Gaston und das war ganz okay. Mhm. Ja. Ne? Während, wir fragen, darf ich kurz mal, nur dass wir die Männer, kannst du mal, Gaston, dieselbe Geschichte, weil wir haben an der Messe tatsächlich zusammengearbeitet, das heißt, er kann mir auch dieselbe Geschichte erzählen, nur aus seiner Sicht. Ne? Ich war mal auf einer Messe und ich war Vertretung für Jacqueline. Ich war ein bisschen nervös, ob das klappt, ne? Weil werden die Leute mich an der Stelle genauso akzeptieren wie sie? Und habe festgestellt, das,
das war überhaupt kein Problem. Ne? Also ich hatte genauso viele Leute, manchmal sogar mehr. Die Leute sind super stehen geblieben. Ich bin super toll in Kontakt getreten mit den Leuten. Und mein Auftraggeber war echt zufrieden. Hm. Für einen Unterschied. Vor allem, es sind sogar mehr Leute stehen geblieben und haben zugehört. Ja. Ja, und cool. Ehrlich, ganz ehrlich, so unter uns, das stimmt noch nicht mal. Es waren genauso viele, ich habe gezählt, ich war dabei. No? Aber das heißt, ich muss als Mädchen sozusagen schon auch erzählen, dass ich das, oder auch sagen, ich möchte das. Ich möchte raustreten und sagen, ja, ich will Chefin werden. Mhm. Ja, ich will diese Moderation machen. Ja, ich kann auf der Bühne stehen und den Saal rocken. Mhm. Mhm. Es gab auch lange Zeit das Credo, wenn du dir die Geschichte der Comedians anguckst, auch gerade in Deutschland, es ist noch nicht so lange, dass es werden immer mehr Frauen, aber es ist noch nicht so lange. Bis vor 10 Jahren waren lustige Menschen nur männlich. Mhm. Ja. Es gab auch innerhalb des Showbusiness das Credo, Frauen können schön sein, aber sonst halt nichts. Mhm. Wenn ihr jetzt mal die Geschichte als Frau, als Gelernte, ich habe das Buch gelesen, Frau, nochmal wiederholst. Wie würdest du sie jetzt als Frau erzählen, Jacqueline? Boah, es war, ich hatte unglaublich viel Spaß an dieser Messe. Ne? Ich war der Ersatz für Monsieur Gaston und da habe ich echt eine ganze Menge mitgenommen. Ich konnte viele Strategien von ihm übernehmen, sodass bei mir also mindestens genauso viele Leute stehen geblieben sind und das war eine unglaubliche Erfahrung, diese Menschen an den Stand zu holen, die für die Produkte zu interessieren. Der Auftraggeber war sehr zufrieden und ich bin mit Monsieur Gaston einen Sekt trinken gegangen, weil wir so gut miteinander gearbeitet haben. Ah, ich habe da drei Sachen rausgehört, wenn ich da mal reingrätschen darf, was anders war auch. Mhm. Das eine war, ich habe selber viel mitgenommen. Das heißt, aus dieser Bescheidenheit, okay, ich habe da total viel gelernt bei dieser Tätigkeit. Dann, es sind mindestens so viele stehen geblieben. Und mindestens nicht mehr genauso viele. Hm. Nee, mindestens genauso viele, genau. Und nicht, es sind mehr stehen geblieben. Und das dritte ist dann gemeinsam hinterher nochmal drauf einen Sekt trinken. Also diese Gemeinschaft wieder reingenommen. Einerseits diese Bescheidenheit, ich habe viel mitgenommen. Aber auch dann gleich in dem Kontext passt also viel dieses, der Auftraggeber war sehr zufrieden, war dann rund und hörte sich nicht angeberisch an. Genau. Für mich kommt da gerade was zusammen, Katja, und ich glaube, wir müssen nochmal unsere Strategie überdenken zum Thema Elevator Pitch. Ich glaube, es gibt für Frauen einen anderen Elevator Pitch als für Männer. Mhm. Vom Ansatz her. Gaston, wie empfindest du denn, wenn Frauen Heldinnengeschichten erzählen? Empfindest du das auch als Angabe, wenn sie irgendwie so viele Sachen, was sie so können oder gemacht haben, oder bist du da jetzt rausgewachsen? Ich diskutiere da sehr viel mit Jacqueline auch. Also die Jacqueline macht ja immer wieder auch Workshops. Und da ist ein großer Teil auch dieses Heldengeschichten erzählen. Und ich darf da immer so für kurze Zeiten so quasi mit in diesen Workshop rein. Also ich kriege zumindest einen Teil der Heldengeschichten auch erzählt. Und für mich ist es inzwischen einfach schön, von tollen Frauen zu hören, dass sie tolle Sachen machen. Das, und gleichzeitig weiß ich natürlich, okay, man muss so wie der Typ auch wahrscheinlich, der hat geübt mit diesem, manchmal mit dem Kaffee, die Geschichte mit dem Kaffee, die hat er bestimmt 20, 30 Mal erzählt, bevor Jacqueline sie gehört hat. Der hat das geübt. Also jetzt nicht im Sinne von, ich gehe jetzt in den Trainingsraum und übe Geschichten erzählen. Der hat es halt einfach nur viel gemacht und rausgefunden, so funktioniert es am besten. Weil der hat ja schlussendlich, hat er ja auch sozusagen eine Angebergeschichte in eine Fiasko-Geschichte reingepackt. Das heißt, da war ja auch beides gleichzeitig da und deswegen war es auch wirklich unterhaltsam zum Zuhören. Und man konnte ihm nicht vorwerfen, dass es ein totaler Macho-Arsch war. Das war schon sehr geschickt gemacht von ihm. Solche Geschichten, solche Heldinnengeschichten zu erzählen oder auch Heldengeschichten, das muss Mann oder Frau sich ja auch erstmal trauen, da rauszugehen und sagen, ich probiere jetzt mal aus, welche Variante da am besten funktioniert oder wie es am besten ankommt. Ja. Was für einen Tipp habt ihr denn zu diesem Thema sich trauen? Für mich ist es
Darf ich, Jacqueline? Oui, mach mal. Für mich ist es so, dass ich das an kleinen, ungefährlichen Orten übe. Mhm. Ja, das heißt, mal in der Kneipe, also da, schlussendlich da, wo Jungs auch Geschichten erzählen, zum Beispiel üben. Ja, und man erzählt einfach mal so kleine Geschichten und guckt, wie es funktioniert. Vielleicht macht man sogar auch erstmal in einem Kreis von Freundinnen, wo man das vorher zum Thema gemacht hat. Sagt so, pass auf, lass uns das mal zusammen üben und dann gehen wir zusammen Kaffee trinken oder was auch immer und erzählen so kleine Geschichten. Lieber oft. Weil für mich, also ich vergleiche das gerne wie mit, ich übe für einen wichtigen Auftritt oder so. Ich coache ja relativ viele Zauberkünstler auch, die auch in den Wettbewerb gehen oder die große Karriere machen wollen. Und dann kommen ganz viele zu mir und sagen, boah, weißt du, Gaston, ich habe mir jetzt einen Auftritt organisiert, da spiele ich vor 1000 Leuten. Meine Nummer, ist das nicht krass? Und ich denke mir, ja, schon, aber eigentlich wäre mir lieber, als du spielst einmal vor 1000, du spielst 20 Mal vor 50 Leuten. Weil wenn ich es einmal spiele, dann habe ich einmal was gelernt und kann an der Stellschraube wieder drehen. Aber wenn ich 50 Mal gespielt habe, was auch immer, dann und der Druck ist nicht so hoch, dass ich da jetzt komplett perfekt sein muss, weil gefühlt, es sind nur 50 Leute oder es sind nur 10 Leute, es sind nur 3 Leute. Aber ich übe grundsätzlich, die grundsätzliche Technik übe ich genauso. Und an der Stelle geht es darum, es oft zu machen, wieder und wieder und wieder, weil das ist schlussendlich wie Autofahren oder irgendwas anderes auch. Das muss so ein bisschen ins Unterbewusstsein reingehen. Ne? Okay, also üben, üben, üben. Ja, also und ich glaube, für egal welches neue Verhalten ich beschließe, das sollte mein Leben besser machen. Da ist für mich sozusagen in ungefährlichen Situationen zu üben. Ne? Mhm. Also, okay. Ja. Also das heißt, erstens, ich kann diese Sachen üben, auch als Frau, diese Geschichten zu erzählen, in einem sicheren Umfeld. Ui, das auf jeden Fall, ne? Okay, super. Und das bedeutet auch, dass die, ja, also es läuft ja wieder darauf hinaus, ne, ist auch wirklich zu üben. Ne? Also wir haben jetzt über mehrere Bücher gesprochen auch im ersten Teil des Interviews, die man lesen kann. Und es dann halt eben auch zu üben mit mehreren Menschen. Oder, und du hast da auch was ganz, ganz Tolles gerade gesagt, Gaston, wie du sagtest, ne, anstatt einen Vortrag vor 1000 Leuten zu haben, lieber 20 Vorträge vor 50 Leuten, um es halt immer wieder zu perfektionieren auch. Ja. Okay, das heißt, also beide sollen lernen, auf ihre Art und Weise, so wie es die Gesellschaft irgendwo auch vorgibt, ja, Heldengeschichten zu erzählen. Ja. Ja, also ich glaube, wir müssen, was ich glaube, schon wichtig finde, ist, dass wir verstehen, wie funktioniert unsere Gesellschaft. Und wenn ich Karriere machen will, okay, an welchen Stellen spiele ich diese Spiele mit, damit ich sie vielleicht irgendwann verändern kann oder welche will ich auch verändern irgendwann mal. Ja, also, weil ich glaube schon, dass es, aber das sind zwei verschiedene Ansatzpunkte. Ne? Will ich das, dass mehr Frauen in Führungspositionen sind, das ist eine politische Frage, oder will ich als Frau, als Individuum Karriere machen oder ich als Mann, wie mache ich Karriere? Muss ich jeden Trip, den wir Männer so fahren, muss ich jeden Trip mitfahren? Und an welchen Stellen steige ich aus dem, was von mir da an der Stelle gefordert ist, vielleicht auch aus? Okay. Wir haben ja gesagt, dass das Thema heute die gläserne Decke ist. Mhm. Und ich glaube, wir haben noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, was das denn bedeutet. Was ist denn die gläserne Decke? Und
Wie kann ich mir das vorstellen? Vielleicht Jacqueline, was ist die gläserne Decke? Weil wir die ganze Zeit drüber sprechen, aber noch gar nicht aufgelöst haben, was dahinter steckt. Was es eigentlich ist, also es gibt sozusagen zwei Bilder zur gläserne Decke. Die gläserne Decke in sozusagen im Sprachgebrauch der Feministinnen beschreibt die Decke nach, also in Führungsetagen nach oben hin, wo Frauen plötzlich nicht mehr durch können. Also man kann durchgucken, man weiß gar nicht, was da ist, aber es geht nicht nach da oben raus. Okay. Ja, das, so wird das im feministischen Sprachgebrauch öfter mal benutzt. Für mich gibt's noch mal sozusagen in dieser ganzen Diskussion über Männer und Frauen sozusagen noch ein schönes Bild. Es gibt einen Versuch von Biologen mit Zierfischen, Guppies, weißt du, diese kleinen Fischlein, die haben sie in ein Aquarium gesetzt. Sagen wir 1 Meter auf 50 Zentimeter auf 80 Zentimeter, irgendwie so. Also 1 Meter quasi in der Länge. Mhm. Und die schwammen da so hin und her und waren ganz friedliche kleine Guppies, hatten ein halbwegs vernünftiges Aquariumsleben. Nach einer Zeit, so 2-3 Wochen, wurde in der Mitte, also des Aquariums, eine Glaswand eingesetzt, die das Aquarium teilte in 2 Bereiche. Und alle Guppies wurden in einen Bereich reingesetzt. So. Jetzt ist für die armen Guppies eine blöde Situation. Sie haben nur noch die Hälfte des Platzes und schwimmen jetzt in der Gegend rum, aber sie können die eingesetzte Glasscheibe nicht sehen, weil da ist hier links Wasser, rechts Wasser. Und das heißt, es gibt keine Brechung des Lichts. Mhm. Und sie können die Glasscheibe nicht sehen, nicht wahrnehmen und rennen sich ihre kleinen Guppiköpfe immer rein. Autsch. Ja, ja, genau, Autsch, das tut weh. Auch ein Guppi mag kein Kopfweh. Und das heißt, und die sind auch nicht total behämmert, die lernen irgendwann, da ist was, auch wenn ich es nicht sehe, und da schwimme ich besser nicht rein. So. Die brauchen ungefähr 2 Wochen, um das zu lernen. Okay. Nach 2 Wochen haben die Wissenschaftler die Glasscheibe rausgenommen. Und ihr ahnt vielleicht schon, was passiert ist. Nicht wahr? Weil der Guppies sind nicht mehr darüber geschwommen. Wow. Die sind in ihrer Hälfte drin geblieben. Okay. Weil die gläserne Grenze war in ihrem Kopf. Also, und solche Sachen sind, Frauen dürfen nicht sich zeigen. Sie dürfen nicht sagen, was sie gut können. Sie müssen gefunden werden. Sie dürfen sich auch nicht melden, sagen, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Männer dürfen nicht nach dem Weg fragen. Die müssen alles auf mysteriöse Art und Weise wissen. Ja, red mal mit Monsieur Gaston, ne, mit dem Autofahren ist der Hölle, der fragt nicht nach dem Weg, der will nicht auf Fortbildungen, nichts. Ne, da muss ich ihn immer mitschleifen und sagen, jetzt mach mal wieder eine Fortbildung, dann du auch was lernst. Ne? Aber das ist halt in seinem Kopf ist, oh, wenn ich frage, muss ich zugeben, ich weiß es nicht. Das ist blöd. Oder in seinen, er darf gleich noch, ja, du darfst gleich noch was sagen. Das ist, in seinem Kopf ist auch so dieses, er ist dann erfolgreich, wenn er hat genügend Geld und er hat genügend Einfluss. Okay. Und ist vielleicht berühmt. Okay. Während für mich zum Beispiel, das ist gar nicht so das primäre Kriterium. Ich kann auch erfolgreich sein, dass, wenn ich einfach nur etwas Schönes mache. Und wenn es mir gefällt oder in meinem System das einen guten Platz hat, ja, dann muss ich nicht gleich ein Weltuniversum regieren. Und das würde ich für mich als erfolgreich definieren und merke auch, meine Kolleginnen sehen das unter Umständen auch mehr Erfolg. Ja, so, ja, jetzt darfst du.